Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Tatsächlich habe ich den Part gerade schon ein bisschen aufgenommen und dann ist mir ein kleines Missgeschick passiert und ich habe aus Versehen den PC ausgetreten. Wie man das so gut kennt, mit dem Fuß leider an den PC drangekommen. Ja, leider, das Spiel funktioniert so, dass wir am letzten Save State fortfahren können. Und in der Geschichte ist jetzt Folgendes passiert. Wir hatten Alette, der haben wir gesagt, dass sie den Pfeil schießen soll. Also, weil unser Rook ja sozusagen ihr das Schicksal überlassen hat, einfach den Pfeil zu schießen. Sie ist die bessere Bogenschützin. Wir haben uns dafür entschieden. Tut mir leid, Leute, dass ich das wirklich nicht drin habe. Das ist wirklich ein bisschen shitty. Aber ja, ich denke, wir werden hier erst ein bisschen fast forwarden. Es sind vielleicht 2, 3 Minuten nur vom Part weggegangen. Wir haben hier noch nicht den Kampf bestritten oder sonst was. Aber wir werden jetzt einen großen Kampf bestreiten. Und zwar waren wir auf dem Weg zu Brüller. An die Stille erinnerst du dich. Du erhebst dich in Stille und gehst durch leere Straßen. Auf der Mauer stehen zwei Armeen und beobachten sich stumm. Deine Schritte hallen auf den Bodenbrettern, als du dich Yuno näherst. Sie bricht das Schweigen. Es ist Zeit, sagt Yuno. Sammle deine Verbündeten. Heute wird etwas enden, etwas anderes wird beginnen. Und unsere Handlungen werden bestimmen, auf welcher Seite wir stehen. Oh Mann, Leute. So, ich habe Ivar auch aufgerüstet. Aber ich habe ihm leider noch nicht ein neues Tool gegeben. Und zwar wollten wir diese 2 Rüstungspunkte pro Runde hinzufügen. Und das heißt, Ivar kommt einmal ins Team. Alette ist verpflichtend, ein Team zu haben. Sie hat nämlich den Silberpfeil, den wir die ganze Zeit brauchen. Die werden wir jetzt auch nochmal aufleveln, damit sie ein bisschen mehr Rüstung und ein bisschen mehr Energie reinballern kann. So, wir haben hier vorne den guten Gris. Den könnten wir nutzen. Wir haben Gunnulf, wir haben Bersi. Bersi auch sehr, sehr guter Dude. Ein guter Kriegsfalke. Krummre haben wir als Kriegskommandanten. Der ist ganz gut, um Rüstung zu plätten. Den sollten wir wahrscheinlich mitnehmen. Hier vorne Hakon, auch einer unserer besten Leute. Eivind weiß ich gar nicht, ob ich den so unbedingt haben will. Eivind ist ganz nützlich, aber vielleicht macht es mir sogar mehr Sinn, statt Eivind einfach jemand anders drin zu haben. Zum Beispiel so jemanden wie Gris oder halt Bersi in dem Fall. Ich glaube, wir nehmen halt Bersi mit. Bersi, unser Kriegsfalke, ist ganz gut dabei. Er kann halt nicht gut Rüstung shredden. Aber er kann gut Damage drücken. Das heißt, er wird als Damage-Dealer ganz am Ende drankommen. Wird nochmal vielleicht ein Item bekommen. Ich denke mal nach, vielleicht die Feder einfach. So, Ludin. Ludin ist auch ganz nützlich, aber wir können mit den anderen nicht wirklich was anfangen. Ivar, beziehungsweise doch, Krumre und Ivar werden die Front bilden. Danach Rook und Alette werden 1, 2 Schüsse abfeuern und danach können Hakon und Bersi nochmal die vernichtenden Schläge machen. Jeder hat von denen ein Item, außer Alette. Bei Alette können wir mal ganz kurz gucken, dass wir vielleicht singender Stein. 2 Willen pro Tötung, sie wird nicht viel töten. Wir nehmen dieses Armband von ihr, also es hat 1 Rüstung, 1 Stärke, 1 Willenskraft. Kriegt ihr auch einmal assigned und dann können wir schon direkt in den Kampf. Ich hoffe, meine Aufstellung ist halbwegs vernünftig, weil dieser Kampf ist wirklich, wirklich schwierig. Wir müssen Brüller höchstpersönlich töten. Und das wird keine einfache Sache. Der wird begleitet von ein paar Leuten. Wir schauen mal ganz kurz, welche Stats sie haben. Hab keine Angst, hör zu. Ich versuche dich zu leiten. Okay. Wir haben hier vorne einen 18er, um den sollten wir uns schnellstmöglich kümmern. Brüller hier vorne. Ah, okay, also. Zuerst Krummre, wie gesagt, ich habe sehr, sehr starke Leute, die Rüstung gut durchdringen. Dann könnten wir Krummre vielleicht auf die andere Seite sogar schicken, zu dem hier, zusammen mit Ivar. Die werden sich um seine Rüstung kümmern. Den hier sollten wir einfach mit Hakon treffen können, das sollte schon viel Schaden machen, zusammen mit Bersi. Vielleicht erledigen die den sogar, ich schicke nochmal Rook direkt hinterher und Alette auf der Seite, weil Alette wird nicht so viel machen, aber die sollte in der Nähe vom Verteidigern sein. Ich denke, so ist die Aufstellung in Ordnung. Wir schauen mal. Einfach direkt den ersten direkten Angriff. Und 7 Rüstung runternehmen. Katsching. So, Brüller macht seinen Move. Aua. Brüllers Move, Beben der Verzweiflung, betäubt ein Ziel und stößt alle anderen Gegner zurück. Und wer ist jetzt betäubt? Hier vorne. Oh, Bersi ist betäubt. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt darauf achten, dass wir tatsächlich manchmal Züge denied bekommen für manche Charaktere. Wir könnten hier sogar den Rambok erledigen. Aber ich glaube, es macht sogar mehr Sinn, hier vorne einmal einen normalen 6er-Angriff zu starten. So, halte Brüller geschwächt. Seine Stärke wird zurückkehren. Okay. Der kann durch Einheiten durchlaufen, Rook. Das war ja, glaube ich, so. Genau, leichter Schritt läuft durch Einheiten hindurch.
Wenn wir vorne 3 Damage oder sonst was machen, schlagen wir den zurück. Wann ist der denn als nächstes dran? Der ist erst hier hinten dran. Hakon ist zuerst dran. Ja, dann sollten wir vielleicht hier vorne vor Berzi uns hinstellen, weil Berzi ja sowieso seinen Zug denied bekommt. Dann machen wir noch ein bisschen Rüstung weg mit unserem Rook. Katsching. So, wir müssen uns nur darauf konzentrieren, dass wir auch wirklich Brüller als letzte Einheit hier angreifen. So, hier vorne können wir ruhig mit Alette ein bisschen nach vorne und Rüstung wegnehmen. Und Schuss! So, Alette darf halt auf keinen Fall sterben. Stirbt Alette, ist das Spiel vorbei. Das ist die Regel, Leute. Unsere Alette hat ja den Silberpfeil. Vielleicht kann den Rook dann ausrüsten oder sonst was, aber ich möchte hier kein Risiko eingehen. So, das sieht schon mal gut aus. Der wird jetzt keinen Schaden drücken. Der wird jetzt... Oha, der möchte eine weitere Einheit rufen. Okay, das ist frech. So, du kannst den Pfeil erst verwenden, wenn die Trefferchance 100% beträgt. Das macht irgendwo Sinn, damit wir halt nicht verfehlen und der Pfeil halt weg ist. So, explodiert und bewirkt 2 Punkte Rüstungsschaden. So, wir können hier vorne nochmal hin. Brüller ist noch relativ weit weg. Brüller kann auch nicht zu uns vordringen, wenn seine Einheiten halt im Weg stehen. So, nimm das. So, der im Hintergrund wurde auch nochmal erledigt. So, das ist ganz schön, dass wir generell die Möglichkeit haben, alle zu erledigen. Oh, wir haben für Brüller jetzt... Oh, oh. Wir haben für Brüller jetzt freien Weg gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Aua. Okay. Jetzt ist das Ziel, mehr oder weniger Brüllers Rüstung auch runterzunehmen. Da sollten wir wirklich drauf hinarbeiten. Weil dann kann Alette halt einmal schießen. Die muss halt irgendwo nur bei 16, 17 oder sonst was gelandet sein. Das ist alles in Ordnung. Ruhig mit Alette nochmal ein bisschen Energie verwenden, um ihn auch nochmal Rüstung runterzunehmen. Oh, perfekt. Aiva ist da gestorben, das ist aber in Ordnung. Hauptsache, Brüller kriegt jetzt nochmal den Rest, den er verdient. Hier vorne, der möchte noch einen weiteren rufen. Ich denke, das sollte nicht so problematisch sein, wenn wir gleich auch wirklich den letzten vernichtenden Schlag machen. Aber Berzi sollte hier vorne vielleicht hin. Ah, wie machen wir das denn jetzt? Okay, der ist als nächstes dran. Wir erledigen den erstmal. So. Hakon, go! Ist Hakon eigentlich Level 5? Sonst könnte der hier ganz gut profitieren von diesem Kampf. So. Hoffen wir mal, dass Berzi auch 3 Energie einsetzen kann. Ich glaube, der kann nur 2. Dang it. Unlucky, dann machen wir denn nur 6 Schaden. Nutzen den Rest gleich für Brüller. Wie gesagt, Krummere muss gleich nur einmal Brüller angreifen. Das wäre ganz schön. Perfekt. Er kann es sogar. Weil danach kann unsere Alette direkt den Pfeil auf ihn abfeuern. So, oh wow. Alette ist die, die betäubt wurde. Leute, das ist unlucky, kann es nicht mehr sein. Eigentlich macht es gar keinen Sinn, den hier zu töten. Es wäre eigentlich sogar dumm. Wir nehmen Brüller nochmal ein bisschen Rüstung. Ich glaube, der kann sogar Rüstung wiederherstellen. So, hier vorne kriegen wir den ersten Schuss ab. Alette kann nicht angreifen, das ist so sad. Es ist so sad, Leute. So, hier vorne kommen wir mal mit Hakon ein bisschen näher. Hauptsache, Brüller schafft es nicht, da vorne vorzudringen. So, wir können hier jetzt den Weg ein bisschen verdecken. Dann kann er ja nicht durchlaufen. So, du musst seine Rüstung zerstören. Okay. Ich kann ihn, glaube ich, jetzt auch einen normalen Angriff machen. Ich weiß nicht, wie viel das bewirkt. Weil sterben kann er sowieso nicht. Aber die hinteren gehen jetzt erstmal weg. Brüller killt nochmal Krummere. Das ist völlig in Ordnung. Wir machen hier noch einen normalen Angriff. Und danach kann Alette schon ihren magischen Schuss... Oh, wow. Okay, ich hoffe, das klappt trotzdem noch alles. Alette kann danach ihren magischen Schuss machen. Ich hoffe, das reicht aus. Das ist genau... Ja, perfekt. Der Silberpfeil. Katsching. Lolz. Lolz. Er geht direkt auf Alette zu. Und packt sie vor Wut. Nein, meine Alette. Almette. Guter Brotaufstrich, Leute. Ach, Mann. Mann. Ah, wir haben aber trotzdem die Möglichkeit, jetzt noch den Fight fortzusetzen. Also, Brüller ist noch nicht tot. Alette, nein, bitte helft. Ach, die liegt da. Die liegt da noch, die Gute. Schnell, Rook, mach kurz einen Prozess mit Brüller. Werde ich machen.
Ich kann leider nicht... Ja, jetzt kann ich rauszoomen. Kurzen Prozess. Das heißt, wir müssen ihn wirklich schnell erledigen. Wir haben nur noch 5 Einheiten. Das ist ein bisschen nachteilhaft. Ich frage mich eigentlich, was wäre, wenn wir vorher gesagt hätten, dass Rook den Pfeil abschießen soll. Ob Rook jetzt weg wäre? Hier... Ich glaube, wir preschen mal von der rechten Seite einfach komplett durch. Ich sehe schon, meine Einheiten sind noch geschwächt vom letzten Kampf ein wenig. So, Bersi und Hakon können beide hier... Hakon kann den, glaube ich, alleine hier zerfetzen. Ich glaube... Ups, sorry, ein bisschen Schluck auf. Da wird er keine Probleme haben. Aber vielleicht sollten wir Krummere und den hier auf die Seite tun. Hakon und Ivar auf die, damit der hier schneller fällt. Und hier wird ein bisschen Unterstützung von Rook geliefert. Bringen wir es zu Ende. So. Ein ultimativ starken Schlag. Das Ding ist, Brüller hat super viel noch als Fähigkeiten. Diese Fähigkeit ist super nervig. Ivar, direkt der, der als nächster jetzt dran wäre. Oh, nee, der hat nur eine Verletzung. Okay, das heißt, Krummere wird als nächster. Okay, das ist sogar ganz okay, dass Krummere da als nächster Problems bekommt. Hier werden wir ein bisschen Rüstung nochmal runternehmen. Also als nächstes hier so ein kleiner Steinschleuder-Dude, der wird nicht mal Damage drücken. Deswegen nutzt er lieber seine Magie. Achso, hier vorne ist Rook erstmal dran. So, der ist auch als nächster dran. Das heißt, wenn wir mit Rook mehr als 3 Schaden zufügen, schleudern wir die Leute ja zurück. Machen also einfach 5. Dann wird er sich nochmal hier zu Ivar bewegen. Oder Richtung Ivar. Ja, genau. Sogar ein bisschen näher als gedacht. Das war jetzt nicht wirklich stark, sein Angriff. Hakon wird erstmal... Er schlägt bei jedem Treffer, den er abkriegt... zu. Oder was auch immer da gerade stand. Ist eine sehr, sehr nervige Sache sogar. Wir sollten vielleicht dann auf Distanz bleiben. So, ich hoffe, Bersi... Bersi kann nicht genug Energie aufwenden. Uff. Unangenehm. Aber es geht schon. So, hier vorne der Steinsänger stellt sich in die Ecke und setzt eine Fähigkeit ein. Okay. Verwundete Verbündete explodieren und bewirken Stärkeschaden bei benachbarten Gegnern. Entrüstung der Steinsänger schwächt die Rüstung von Verbündeten. Erhöht ihre Stärke jedoch drastisch. Ja, vielleicht sollten wir den Stein... Oh, wow. Wir kommen nicht dran. Oh mein Gott. Ivar, habe ich ein bisschen Sorge, dass wenn er jetzt da hingeht und einen Angriff macht, tatsächlich viel zu sehr aufs Maul bekommt. Hoffen wir mal, dass das trotzdem funktioniert. 6 Rüstung weggenommen. Vielleicht sollten wir auch nur noch ihn angreifen. Oh! Bersi ist gefallen. Leute, es ist wirklich bestialisch schwierig, den zu erledigen. Wir müssen jeden Punkt, den wir einsetzen können, irgendwie auch einsetzen. So, hier vorne wird jetzt Ivar einmal angegriffen. Oh ne, Rook wird angegriffen. Aua. So, aber hier können wir jetzt einmal 9 Schaden auch drücken. 12 sogar. Go, Brüller. So, jetzt müssen wir nur noch mit Krummere einmal angreifen. Dann sind wir eigentlich dann. Schnell, sie werden schwer zu kontrollieren. Ich versuche gerade dahin zu laufen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Okay. Wir könnten den Vorschub nutzen, um Hakon einfach mal ein bisschen Vorschub zu geben. Das werden wir auch machen. Hakon, go! So, Hakon ist jetzt dann gleich als nächster dran. Zuallererst hier vorne ist was explodiert. Ein Dude wurde einfach gekillt. Wir haben nur das Ansehen davon bekommen. Das ist in Ordnung. So, Hakon kann sogar einen vernichtenden Schlag. Wir machen plus 12. Let's go. Brüller zerfetzt. Gut, dass wir das Vorschub nutzen konnten. So, ist jetzt noch irgendwer dran von den anderen? Oder können wir jetzt unsere Alette rufen? Wir haben den tatsächlich überzeugt, dass er gestorben ist. Alette, nein, nicht sie, wo sind die Magier? Rook, sie können dir nicht mehr helfen. Steh auf. Du nimmst das Chaos rundum kaum wahr. Wüter fliehen vor Wahlkriegern, die ihren Vorteil nutzen. Brüller ist tot. Du nicht. Wir müssen gehen. Lass mich Alette nach Bersgard tragen. Wir werden ihr die Ehre erweisen. Nein! Das darf nicht sein. Juno hatte recht. Jetzt, da Brüller gefallen ist, fliehen die Wüter vom Schlachtfeld. Du kehrst nach Bersgard zurück, erinnerst dich aber nicht, wie. Nur der Anblick, wie Ivar Alets reglosen Körper trägt, brennt sich in dein Gedächtnis. Ach, Leute. Gar nicht gut. Wir sprechen mal mit Eivind. Vielleicht kann er uns doch helfen.
Wir müssten also genug Zeit haben, um Schiffe zu bauen. Du könntest recht haben, die Wüter schienen plötzlich nicht mehr an uns interessiert zu sein. Jetzt, wo Brulla gefallen ist, ziehen sie ihre Wege. Die Raben haben die Docks freigehalten. Juno spricht gerade mit ihnen. Wenn die Langschiffe fertig sind, können wir den ganzen Weg nach Aberrang segeln. Mit Glück, bevor die Dunkelheit hier eintrifft. Wie weit südlich ist sie denn schon? Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht weit. Wir bringen den Prinzen wieder nach Hause und Hakon hat schon beschlossen, mit uns zu fahren. Viel anderes bleibt ihm ja auch nicht übrig. Die beiden sehen auf, als du dich näherst. Ruck, es ist Zeit. Bald sind wir bereit, Wurskard zu verlassen und einen sicheren Ort zu finden. Ein Schiff ist schon fertig bei den Docks. Ich habe es für Alette vorbereiten lassen. Ich ertrage den Anblick nicht. Komm, Ruck, es ist Zeit, deine Tochter zu ehren. So, eine Schweigeminute für Alette wurde eingehalten. Hier vorne Tradition, wie ihr sehen könnt. Sie wird mit so einem kleinen Schiff weitergetragen und das Schiff wird angezündet. Verbrennt sozusagen ihren Leichnam und alle Gegenstände, die da drauf sind. Ich weiß nicht, ob das in den Glauben von denen auch noch so ist, dass die Gegenstände, die da drauf sind, sie mitnehmen kann. Das weiß ich nicht. Aber wie ihr sehen könnt, ihr Schiff treibt nach vorne. Allerdings in relativ dunkles Gebiet. Was ist das? Ah, das ist wahrscheinlich der Hades oder die Hölle oder sonst irgendwas bei denen. Das könnte gut sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht und schauen einfach mal gespannt, was da so auf sich zukommt. Und das Schiff scheint ausgebrannt zu sein. Vielleicht kommt Alette ja an einen besseren Ort. Vorne im Hintergrund irgendein lila Schimmern. Und anscheinend noch irgendwelche Bäume. Oh, das sieht richtig nice aus. Das sieht richtig beautiful aus. Holy shit. Also war es Ziel, dass Alette stirbt? Wäre Rook gestorben, wenn wir das jetzt nicht so gemacht hätten, wenn nur Rook schießen dürfte? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht und haben es auch nicht herausgefunden. Hier vorne scheint irgendein Tor oder so durch diese zwei Bäume zu laufen. Der Banner-Saga. Leute, wir haben Teil 1 durch. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da. Es würde mich sehr, sehr freuen. Wir werden demnächst auch schon den zweiten Teil direkt anzocken. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, ihr fandet das Spiel auch recht cool. Das war jetzt erstmal der erste Part von dem Spiel. Das heißt, wir haben relativ viel erlebt. Wir haben diese ganze Geschichte von Hakon, Ludin und den anderen miterlebt, wo Hakon, Ludin und alle sich da gestritten haben. Wir haben diesen Märchenerzähler da mitbekommen, der die ganze Zeit mitgeschrieben hat. Das war der Große mit der Feder, der Wal mit der Feder, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß. Haben also einmal auf der linken Seite der Welt, also in der westlichen Seite der Welt, vieles mitbekommen. Auf der östlichen Seite gab es dann Rook und Alette und die anderen, die sind dann auch ihre Wege gezogen, auf dem Weg zu unterschiedlichen Städten. Eine Stadt wurde von einer riesigen Schlange heimgesucht. Diese Schlange, da werden wir definitiv nochmal in den nächsten Parts was zu erklärt bekommen. Zusätzlich werden wir auch noch in den nächsten Parts ein wenig mehr die Story zu Juno und Eivind herausfinden, beziehungsweise das ist auch definitiv das, was ich hoffe, dass wir da einfach wesentlich mehr Informationen auch zu bekommen. Das wird später nämlich tatsächlich noch wirklich, wirklich, wirklich spannend. Das zweite Spiel ist technisch, beziehungsweise gameplay-technisch einfach nochmal viel stärker als das erste. Die Kämpfe sind da auch nochmal krasser und die Story nochmal fesselnder. Mir hat der zweite Teil auch wirklich sehr, sehr, sehr gefallen. Ich hoffe natürlich, dass euch der erste Teil bereits gefallen hat und ihr dann vielleicht beim zweiten Teil auch mit einschalten wollt. Falls euch die Story nicht weiter interessiert, ist das natürlich auch in Ordnung. Ich habe auf meinem Kanal noch zahlreiche weitere Sachen zu bieten. Und ich hoffe natürlich, dass ihr euch da umschauen könnt. Aber tatsächlich eine sehr, 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 sehr coole Sache.
Banner Saga 1, muss ich sagen, ich habe die beiden Spiele zuerst ausgeliehen bekommen. Also auf Steam kann man ja dieses Family Sharing machen. Das habe ich damals gemacht, habe das ausgeliehen bekommen und hatte wirklich, wirklich viel Spaß daran. Also an Teil 1 und habe dann halt noch angefragt, ob mein Cousin, von dem ich das ausgeliehen habe, mir auch Teil 2 holen kann, weil ich halt damals nicht viel Geld hatte. Also hat er sich das auf seinen Account geholt, hat gemeint, boah, das sind super nice Spiele. Von ihm habe ich das auch empfohlen bekommen, mal zu spielen. Da danke ich ihm auch. Und vor kurzem ist halt der dritte Teil rausgekommen und da habe ich mir gedacht, Hallöchen, ich finde diese Spiele so, so nice. Ich werde jetzt einfach mal mein ganzes Geld rein investieren in diese drei Spiele und habe dann auch halt die drei Spiele organisiert. Super, super nice. Also was heißt ganzes Geld? So viel war das dann auch nicht, aber ich habe halt nochmal die Entwickler unterstützt mit den drei Spielen, die ich von denen nochmal gekauft habe. Also auch wenn ich Teil 1 und Teil 2 schon durch habe und mir jetzt hätte leihen können, habe ich das jetzt nicht gemacht, sondern ich habe das halt selber nochmal gekauft für meinen eigenen Account. Und ja, finde ich eine sehr, sehr, sehr coole Sache. So, hier seht ihr nochmal die ganzen Leute. Das ist mehr oder weniger, also ihr seht ja schon Kickstarter-Backers. Das Spiel ist mehr oder weniger ein Kickstarter. Es wurde da geworben, viele Leute haben das unterstützt. Und nur deswegen ist es halt zustande gekommen. Ihr seht hier gerade, die sind alle alphabetisch aufgelistet. Da gibt es eine große, große Menge von Leuten, die jetzt irgendwie Geld gespendet haben oder das auf andere Art und Weisen unterstützt haben. Und da bin ich auch wirklich den Leuten dankbar. Ich finde das eine wirklich, wirklich coole Sache, dass das passiert ist. Ich finde es ganz lustig. Was würde eigentlich passieren, wenn bei Kickstarter jetzt zwei Leute den gleichen Namen haben? Das weiß ich nicht. Also wäre ganz interessant, weil ich sehe jetzt gerade nicht durch Zufall zum Beispiel Adam Smith 2-3 Mal, aber wenn der halt den gleichen Namen hat, dann ist halt so. Ihr seht schon, die Liste wird sehr, sehr lang. Ich denke, wir können das hier auch unterbrechen. Beziehungsweise, man kann das ein bisschen runterscrollen. Okay. Ich krieg's gerade nicht hin. So, wir scrollen nochmal ganz kurz runter und schauen nochmal hier vielleicht gegen Ende hin, ob hier noch irgendwas Wichtiges ist. Das Ding ist, ich habe jetzt nicht so eine nice Maus, so ein nice Mausrad, wo man jetzt zusätzlich diesen Knopf eindrücken kann und komplett bis nach unten scrollen kann. Aber ich will nur mal gucken, ob ganz am Ende noch irgendwas Besonderes ist. Wir sind hier bei L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. So. Holy shit, als ob es so viele Leute gebackt haben. Das finde ich grandios. Also auch, die haben auch mit Kleingeldern unterstützt. So, kommt noch irgendwas großartig? Nein, das war schon alles, Leute. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.